Sie sind es nur, sagte sie. Ja, ich weiß nur. Sie haben mich erschreckt, sagte sie. Ja, sagte ich. Ich ging neben ihr. Sie plauderte, war laut, viel zu laut, und sie hat gestunken, wie Mütter stinken, wenn sie nachts nach Hause kommen. Ich habe mich vor sie hingestellt. Was soll das, hat sie gesagt. Bleib da, sagte ich. Ich muss heim zu meinem Jungen. Bleib da. Sie haben zu viel getrunken, sagte sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich hatte nicht getrunken. Bleib da, sagte ich. Sie sind doch verrückt, schrie sie mich an. Ja, sagte ich. Da habe ich das Flackern in ihren Augen gesehen. Sie hatte die Macht nicht mehr. Ich hatte die Macht. Ich packte sie am Handgelenk. Sie riss die Augen auf. Dann sah ich die Angst. Die Angst, dass sie es vielleicht nicht überleben könnte. Es muss nicht jeder alles überleben. Nicht jeder, nicht alles. Nicht wahr? Der Junge hat gewartet. Er hat gewartet, verstehen Sie? Er war allein. Allein mit dem Parfümduft, den sie hinterlassen hat, und dem Licht im Flur, das er eigentlich gar nicht anlassen durfte, aber er hat es angelassen. Wenn es dunkel war, hatte er Angst, dass sie vielleicht nicht mehr zu ihm zurückkommen könnte, weil er eine Strafe Gottes war, weil er sie eines Tages noch um den Verstand bringen würde, weil er in ihrem Bett lag und das Licht im Flur anließ, obwohl er es nicht durfte. Dabei fürchtete er noch mehr den Augenblick, wenn sie mit dem Schlüssel den Schlüsselloch suchte. Den Gestank, den sie mitbrachte. Ihr Geschrei, wenn sie sah, dass das Licht brannte und er in ihrem Bett lag. Trotzdem hat er gewartet. Er hat gewartet, verstehen Sie? Ich drückte nur ein wenig zu. So, sehen Sie, die Daumen am Kehlkopf. Dabei hätte sie mir nur über den Kopf streichen müssen und still sein. Mehr will man gar nicht von ihnen. Aber das können sie nicht. Sie wollen nur schreien und verschwinden und überleben. Ihre Fingernägel gruben sich in meine Oberarme. Mein Junge, krächzte sie und sah mich flehend an. Ich lächelte, wie Mütter lächeln, wenn sie mein Liebling sagen und dann verschwinden. Etwas zerbrach in meinen Händen, wie ein Pappbecher. Sie starrte mich an. Dann sah sie nichts mehr an. Ich trug sie von der Straße, legte sie aufs Gras, ganz sanft. Sie ist da geblieben. Die ganze Nacht. Ich durfte meinen Kopf in ihren Schoß legen. Die ganze Nacht. Vielen Dank. Ich parkte das Auto, zwei Beamten kamen sogleich an die Beifahrertür und baten meine Freundin auszusteigen. Als sie dem nicht nachkam, öffneten die Beamten die Tür, packten sie unter den verschränkten Armen und buxierten sie mit einer Mischung aus Schleifen und Ziehen zur Tür der Zollstation. Eine Weile hörte man noch das immer leiser werdende Brüllen der Furie. Lass mich los! Schengen, ihr Arschlöcher! Ich möchte anmerken, dass ich hier gewaltlosen Widerstand praktiziere. Ich habe Rechte. Schengen, 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 Schengen. Ich seufzte, machte ein ratloses Schulterzucken zu den Polizisten auf meiner Seite des Fahrzeugs, stieg dann ebenfalls aus und zeigte ihm, nicht ganz freiwillig, den Inhalt meines Automobils. Ich seufzte abermals, zündete mir eine Zigarette an und gab dem Mann neben mir auch eine ab. Dann noch zwei. Wie geht es denn jetzt weiter, fragte ich. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Und meine Freundin? Die behalten wir noch ein paar Stunden hier, dann wird sie abgeschoben. Ich beschloss also, den Rest der Reise allein anzutreten. Ganz recht, die Farbe. Wenn Sie das gleich erkannt haben, umso besser. Sie ahnen ja nicht, wie viele Farbenblinde es gibt. Ja, ja, wirklich unzählige. Aber noch schlimmer sind die Leute mit dem schlechten Geschmack. Und erst die Ignoranten, von denen gibt es noch mehr. Man könnte denken, so eine Farbe wie ich hat ein schönes Leben. Was denken viele? Rot, du hast es doch gut. Was musst du schon groß machen? Ein bisschen leuchten, ein bisschen was aufpeppen, das war's. Wirklich, viele denken so, die allermeisten. Aber die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, wie mein Leben wirklich ist. Wie aufreibend. Ich will nicht jammern. Ich will Ihnen nur eine Vorstellung davon vermitteln, was es bedeutet, ich zu sein. Von mir wird immer erwartet, dass ich alles gebe. Dass ich wirke, strahle.
dass ich den Karren aus dem Dreck ziehe, egal wie widrig die Umstände auch sind. Ein geschmackloses Outfit nach dem anderen und ich soll sie wieder rausreißen. Unterstützung gibt es nicht, woher denn? Von wegen mal Feinwaschmittel oder so. Aber ich habe auch meine Grenzen. Ich bin auch nicht allmächtig. Manchmal möchte ich alles hinschmeißen. Ich bin kurz vorm Burnout, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man sieht es mir nicht an. Rot sieht immer gut aus, ja, ja. Aber wie es in mir drin aussieht, danach fragt keiner. Dabei kann man an diesem Erwartungsdruck nur scheitern. Selbst ich kann daran nur scheitern. Tag für Tag maximale Leistung abliefern, ohne Verschnaufpause. Und bitte ja nicht verblassen, um Gottes Willen nur nicht verblassen. Sie glauben ja nicht, wie schwer das ist. In der Waschmaschine klammere ich mich mit aller Kraft an die Fasern. Nur keine Pigmente verlieren, denke ich bei jeder Umdrehung. Nur keine Pigmente verlieren. Aber wie soll man das machen, wenn man mit Vollwaschmittel gewaschen wird? Vollwaschmittel, ich bitte Sie, bei dieser Leuchtkraft. Vom Schonwaschgang kann ich ja sowieso nur träumen. Aber wenigstens Feinwaschmittel könnte ich doch erwarten, finden Sie nicht? Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Wenn ich eine von diesen Hilfskräften wäre, was weiß ich, braun, grau oder beige, dann würde ich mir das eingehen lassen. Geringqualifizierte, deren Job jeder machen kann, zur Not ein ausgewaschenes Blau, dann würde ich ja nichts sagen. Aber ich bin eine hochspezialisierte Fachkraft. Ich bin so viel man mit einem einzigen kurzen Wort ausdrücken kann und wie weit man doch mit so einem kurzen Begriff etwas zur Vollendung bringen kann und so viel Emotionen da hineinfließen lassen kann in dieses kleine rote Ding. Und deshalb geht der erste Preis, taratara, an Susanne Feiner.